Hallo ihr Lieben, was geht ab? Seid herzlich willkommen zu einem Ranked Gameplay mit meinem Lieblingschampion momentan und das ist Senna. Leider habe ich es nicht geschafft, Yone auf dem Testserver noch zu bekommen. Ich habe ihn noch versucht, 2 Stunden lang aufzunehmen, aber ihr habt es gesehen, es war ultimativ schwer. Wundervoll. Wundervoll. Ich habe die Smartcast nicht drin gehabt, aber wir haben First Blood of Cassio in der Mitte. Dafür musste ich nur meine W skillen. Und wir haben First Blood. Also leider habe ich es nicht geschafft. Ich habe es ja schon in dem 7 Minuten Yone Video angeteasert. Es ist unmöglich gefühlt auf dem Testserver momentan, ohne jede Menge Glück Yone zu bekommen und zu spielen. Deswegen aber wie versprochen hier ein Ranked Game, damit ihr ohne Video nicht, schlafen gehen müsst heute. Ansonsten noch einmal der Hinweis, falls der Hinweis noch nicht angekommen ist, am Donnerstag ist meistens bei mir Community Aufnahmetag. Da mache ich immer ganze Sessions über den Teamspeak, über den TS3 Server, der auch unten in der Beschreibung verlinkt ist. Und er will noch Hilfe haben, okay. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, to be honest, was ich jetzt hier gemacht habe. Auf jeden Fall Donnerstag ab 13 Uhr auf dem Teamspeak, wenn ihr mitspielen wollt, wenn ihr bei der nächsten Find the Teemo Session dabei sein wollt, dann auf jeden Fall Donnerstag vorbeischauen. Whoopsie daisy. Jetzt ist es so, ich spiele momentan sogar teilweise fast noch ein Stückchen lieber Senna auf ADC als auf Support. Es gibt einige Gründe. Aber bevor ich mich verplapper, muss ich auch erstmal hier wieder spielen. Ich bin jetzt leider nicht Level 2, weil ich auch Nuno so ein bisschen mehr geholfen habe. Ich glaube, den unteren Minion kriege ich gar nicht, auch nicht so. Es war zu spät. Na, knapp. Wollte mich hitten, den nimmt er. Okay. Warum ist der Thresh rausgegangen? To be honest, full life. Er läuft weg. Uff. Die Gegner haben schon ignited und geheilt. Ich habe meinen hier gerade noch abgehabt. Egal. Das Last Hitten könnte schwierig werden hier. Hat er nicht gemacht. Macht er den? Macht er auch nicht. Den Rest braucht er nicht. Geben. Ich würde sagen, wir spielen jetzt erstmal seriös bis zum ersten großen Fight und dann erkläre ich euch ein bisschen, warum Senna ADC teilweise noch stärker ist als Senna Support. Auch bei den Pros wird Senna jetzt kriegt er den? Ah, den kriegt er, ne? Ich krieg jetzt keinen Support mehr dafür. Trotzdem, super guter Gank. Ich meine, hey, 2 Kills. Jetzt ja, kann ich auspushen. Habe ich überhaupt einen Support bekommen? Ja, einen Support habe ich bekommen. Das war der erste gute Fight. Also ich muss sagen, Thresh ist da perfekt reingegangen. Wunderschöner Disengage, though. Ward wird platziert, ich recall. Farmtechnisch gut, hätte ich wahrscheinlich ein paar mehr mitnehmen können. Wir haben aber unser Gold. Und jetzt kann ich euch kurz erzählen, warte mal, was genau. Das ist es nämlich, man baut eine Träne. Das ist ein bisschen, Fragezeichen. Ganz kurz, wo sind die Unterschiede bei seiner ADC und seiner Support? Der Unterschied ist erstens im Bild. Du baust Mana Moon
First, wo haben wir das? Kurz mal gezeigt über die Träne. Das ist euer erstes Item. Das kombiniert ihr sehr gut mit Presence of Mind. Der andere Unterschied ist, ich zum Beispiel spiele nicht immer mit Magical Footwear auf Support. Da nehme ich gerne auch mal die Stopwatch mit. Als ADC nimmst du auf jeden Fall die Boots. Und da wird es teilweise spannend. Denn, ne, wenn ihr die Boots habt, habt ihr natürlich nochmal ein etwas erhöhteres Lauftempo, als ich es ja sowieso schon als Supporter hatte und auch immer gefeiert habe. Darüber hinaus gibt es ein Item, was ich früher nie gebaut habe, aber was jetzt auf jeder Sender Pflicht ist, egal ob auf Support oder ADC. Und zwar ist das Black Cleaver. Black Cleaver durchdringt erstmal noch ein bisschen Rüstung mit Auto-Attacks, das ist ganz nice. Es gibt ja Cooldown Reduction, auch das ist nice. Aber das Wichtigste an Black Cleaver, warum die Leute es bauen, ist die Phage, was da drin ist. Denn durch das Phage, wenn du einen Gegner anhittest, bekommst du nochmal Speed. Das heißt, ups, ja. Was auch geil ist auf Senna, du musst nicht jeden CS bekommen. Es ist wirklich wahr, weil du teilweise, wenn du die CS misst, dann die Geister bekommst und dich dann darüber freust. Nee, ich kann die Laterne nicht anklicken, Fitzbell. Oh, ich wollte traden, Laterne anklicken, raus sein. Aber das war ein guter Block. Und jetzt müssen wir chillen. Ich weiß, ich habe hier Summoners. Mein Heal ist gleich wieder ab, ja. Er ist voll, ne? So, like. Genau. Nicht zu viel Angst haben, so Thresh. Jetzt sind wir wieder voll. Ich habe leider alle meine Kekse verschwendet, ja, aber. Geht nicht, ne, mit Nunu. Opa! Ah! Okay, den krieg ich. Krieg ich auch. Kriegen wir alle. Genau. Also ich feiere, seitdem ich seine ADC spiele, ich feiere sie total, muss ich sagen. Weil du hast gleichzeitig mehr Speed in den Boots als auch Speed. What are you going? Okay. Ich dachte gerade, der Hook von Thresh, gut. Ein bisschen daneben. Und guck mal hier, den CS habe ich gemisst, es kam eine Seele raus. Und es ist immer wieder ein rewardendes Gefühl. Also es ist echt völlig sweet. Du kannst Senna gefühlt mit jedem Support spielen. Also seit ich Senna AD spiele, ich habe sie ja als auf Support schon geliebt. Aber die ist gefühlt AD noch stärker. Es ist unglaublich, finde ich. Dieser Champion ist so unglaublich. Aber man hört schon raus, das ist mein Lieblingschamp dementsprechend. Okay, wir holen uns hier eine Platte. Das Ganze ist natürlich ein Rank-Game, jetzt auf ist der Account. Um die Platin 5, ich muss shoppen, es reicht für meine... wir haben gerade gefightet mit Tränen, ne? Also das darf man nicht vergessen, Senna ist eigentlich ein Late-Game-ADC. Und das ist ein weiterer Fakt, der echt funny ist, warte mal, ein weiterer Fakt, der echt sehr funny ist. Am Anfang ist es ein bisschen tricky, da muss man aufpassen, wenn man gegen sowas wie Jenna Draven kämpft, das ist so gut wie unmöglich zu traden. Jenna gibt Draven ein Schild, eine Axt, tradet alles weg. Also da muss man ein bisschen aufpassen, dass du im Early nicht zu overextendest, aber dieses Game ist so geil und du baust einfach Mana Mune, du baust Black Cleaver, dann baust du teilweise EFC, was auch richtig sweet ist. Habe ich mir die alle verkackt? Ein.
Und dann kannst du, oh, danke. Anschließend wieder die Schattenglehe für Yumus Duskblade bauen, ist alles in deinem Ermessen. Also, Blackleaver unterstützt das einmal mit Phage und einmal mit dem Armor Shred. Das ist so simpel. Ich würde sagen, Senna ADC ist mit Ezreal und Ashe momentan am stärksten. Okay, das geht mit Cassio, ne? Oh Gott. Sie geht rein? Okay, muss ich auch wieder rein, scheinbar. Komm schon, was hat er für Boots, Mann? Scheiße, ich hab extra geheilt für den Banause, ne? Okay, ihr merkt gerade, ich bin sehr konzentriert. Okay. Double Kill plus ein Support. Ich konnte die Kugel nicht mehr einsammeln und ich glaube, der Thresh ist auch tot. Schade. War ein. Oh. Oh. Cassio. Stark. Oh. Wow. Da wird sie sich definitiv ärgern. Bei den Boots gibt es zweierlei. Attack Speed Boots und Dreier Boots. Ich bin absoluter Freund von Dreier Boots, aber ich wollte in Zukunft auch nochmal probieren, Attack Speed Boots zu bauen. Ich habe letztens in der LCS oder EU habe ich zweimal Senna's ADC gesehen und die hatten Attack Speed Boots. Ich bleibe jetzt kurz bei meinen Dreiern. Und jetzt habe ich den Bild. Ab diesem Bild seid ihr stark. Ich habe Phage Dreier Boots. Die Runen habe ich sowieso. Und ab jetzt kann jeder Gegner mehr oder weniger totgekitet werden. 4-1-4, wir haben einen soliden Start hingelegt. Das ganze Game ist aber noch offen, sehe ich gerade. Ja, ein bisschen aufpassen. Ah, warte mal, Thresh kommt gar nicht. Einfach alleine weggescared. Kann man auch mal machen. Wenn ihr einmal den Gegner anhittet mit Phage, ihr merkt es so krass. Ihr merkt so krass, I'm strong. Ups. Died statt Fight. Zwei Pink Wards, oder generell zwei Wards geklärt. Das ist ganz angenehm. Ich kann auch freezen, ganz ehrlich. Wir sind am Führen, ich kann auch freezen. Farmtechnisch. Jetzt sind sie langsam gezwungen zu kommen. Sie haben keine Wards. Sie werden auf jeden Fall Angst haben. Hey, Kane war jetzt auch schon zweimal Bot, ne? Müssen wir ein bisschen aufpassen. Nice. Good job. Ja, so. Okay. Ich dachte am Anfang, es wird ein bisschen eklig, mit Senna auch farmen zu wollen. Man kriegt einen Tick weniger Seelen, aber es ist echt alles komplett fein. Probiert es echt einfach mal aus, ich sag euch das. Wir sind, glaub ich, stärker im Fighten.
Man ist so schnell. Hear the music, sage ich mal. Das ist ein Problem, ne? Für End Tower Range. Nicht nur, dass ich in Tower Range war, ich hatte auch die Tower. Go, my bad. Kids bad. Das ist tatsächlich der beste Weg für die gewesen, um die Botlane zu punishen. Und ich bin da auch noch direkt reingelaufen wie ein Idiot. Cooldown Reduction, mehr Leben. Also dieser Build ist eigentlich ziemlich schade, dass ich hier auch mit der Laterne nicht rechtzeitig kam. Aber das ist die Power Nautilus, warum Nautilus momentan generell wieder gut häufig gespielt wird, ist wegen seiner CC-Kette. Gerne gesehen mit Ashe momentan, Nautilus Ashe, Ashe Arrow, Nautilus Hook, Nautilus Knockup, Nautilus Ult, Nautilus E. Und durch den CC... durch den CC stirbt man genauso wie ich jetzt gerade. Der ist in The Hard Camp Bot im Need to Care. Jetzt got my items. Warte mal, wir haben schon zwei Drachen, ne? In 3 Sekunden. Fight this D Group. Das wäre jetzt mein Tipp, diese Gruppe zu fighten. Diesen Drachen würde ich nehmen gerne. Wenn wir die Seele bekommen, was ist das? Oh, eine Ocean Soul, das wäre schon mal huge. Und ich habe mein Black Cleaver ready. Und meine Schuhe, meine 2 Items. Yasuo Slow. Stark, hast du Hitte? Good job. Habe ich die Seelen eingesammelt? Ich weiß es nicht. So, ich hoffe, liebe Zuschauer, ihr findet das jetzt nicht schlimm, dass ich zum Beispiel Garen pinge, dass er runterkommen soll oder so. Also, ich gebe mir Mühe, ich habe es euch ja gesagt, ich will auch kein Blame oder so. Aber so ein paar Calls machen, da hoffe ich, dass das auch bei euch klar geht. Das war ein sehr guter Fight. Wir haben den dritten Drake generell. Jetzt haben wir auch wieder mehr Kills als... Ich habe meinen Ult. Oh, beide erwischt und beide surviven mit einem HP. Oh, das könnte mein eigenes Team zu krass baiten. Die sind so low. Eine von Sennas guten Abilities, sein eigenes Team. Yes, es gibt doch noch einen Support. Aber wahrscheinlich dann doch... Warte mal, kann ich sie besiegen? Sie hat Rage Blade. Ich hab gleich Heal. Ich hab keine Ult. Wenn sie Ult hat, killt ihr mich, oder? Sie hätte noch die Minions hier. Wenn ich meine W treffe, ein bisschen kite. Ich weiß nicht, ob die hier gewardet hat. Nautilus ist noch nicht da. Kommt sie oder kommt sie nicht? Es scheint nicht zu kommen. Okay. Was mir außerdem aufgefallen ist bei Senna, meine Freunde, ist, dass Senna ein sehr starkes One-Shot-Potenzial bekommt. Also noch krasser, als man es irgendwie auf Support kennt. Weil dadurch, dass du irgendwie Mana-Mone hochstackst und ein bisschen früher bessere Items hast, ist es so, du drückst Auto-Attack, Q, W, Auto-Attack, Ult, Auto-Attack und du kannst wirklich nur mit dieser kleinen Rotation Leute One-Shotten. Das ist echt
Also, mal gucken, ob ich euch noch mehr von Senna beweisen kann. Bis jetzt bin ich ja sehr happy. Und jetzt kann ich entweder Duskblade, Edge of Night oder AFC bauen. Ich baue jetzt erstmal so, wie ich es quasi online gesehen habe und wie ich bisher immer spiele, mit AFC. 21-21, was ist denn für Fiesta? Was ist das für ein Elo? Platin 3 ungefähr müsste das sein. Da seht ihr mal, in Platin 3 ist es normal, 40 Tore bei 20 Minuten zu haben. Und ich streite mich auch mit Leuten nicht um den Farm. Also, ne, ich lasse Garen gerne den Farm, weil vielleicht kommt dann eine Soul raus. Das dachte ich mir, dass ich den jetzt abgreifen werde. Ist doch frech. Nimmt die Laterne mit, der Nuno. Das ist ein Senna einfach zu krass, das ist auch die Utility, ne? Okay. Lass uns hier hingehen. It's okay though. Das Geile, was mir auch aufgefallen ist auf Senna ADC, es ist ein ADC, der heilen kann. Jeder Supporter freut sich über Senna ADC. Sollte er zumindest. Weil die heilt sich hoch teilweise. Drachen 1. Alter, mir macht Senna so viel Spaß. Er kriegt da irgendwie so ein richtiges Kribbeln. Wirklich. Und dass ich da den Nautilus zu grabschen. Einmal noch schnell Recall für den Drake. Oh oh. Und die sind immer noch am Leben. Ich habe keine Ult. Garen, move 80 seconds. Meine Muramana ist sogar voll gestackt. Muss ich ja flashen? Cassio wurde von der Windfall geblockt. Das ist eine gute, ein guter Ratschlag. Don't blame others when you can do your own someplace. Statt dass er sich darüber beschwert, warum die gefightet haben, hätte er einfach kommen sollen. So. Aber okay, bevor ich mich jetzt zu sehr beschwere und meine eigene Spielleistung droppt. Wait for me. Okay. Der Yasuo ist fett, ne? 9-6. Das ist krass. Und Yasuo hat auf mich geflasht. Das ist bitter. Und Kaiser hat geultet noch. Ein Giga-Fett. Trust me. Ich bin echt so stark und dick. Ich habe sogar schon im Vergleich zu Senna mein Item gestackt. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt siegen wir mal.
Ich bin so schnell mit Fage, ich sag dir das. Senna, ich bin so stark, ich bin so fett, holy shit. Well played, aber der Thrashhook, ne? Ich glaube, ich ehre auch den Thrash. Wobei Kassel spielt auch cool. Wir sollten gewinnen. Aber wieder lange gedauert, das Gamblen hier. Oh Gott! Ja gut, Nuno. Okay, so komm. Okay. Man hat einfach auch mit RF, also seit ich auch RFC auf Senna kenne, du hast so eine kranke Reichweite teilweise, ne? Er kann das Camp haben, ich nehme zwei Seelen, alle sind happy. Will er die Wave machen? Alleine trappen ist mir dann doch too risky, da ist schon der Yasuo, glaube ich, die Crap. Waffe in einer Minute. Oh oh. Nochmal 2500 Gold. Das ist mein Edge of Night. Noch mehr Lethality, noch mehr Survivability. Ich feiere diesen Item-Bild. Und jetzt als letztes Item würde ich sagen, gut, wenn die viel Heal haben, bräuchte ich wahrscheinlich Last Whisper. Da die nicht viel Heal haben, kann ich jetzt auf das Feld gehen. Also prinzipiell hoffe ich, dass ich euch jetzt schon mal so ein bisschen von Senna überzeugen konnte. Wenn ja so Solo auf Extended, den können sie kriegen mit Cassio. Aber mehr geht nicht. Die brauchen mich. Das ist so bitter, dass hier gewardet war. Oder war der Pinkboard da schon da? Thresh hat genau in dem Moment, als Thresh Recoil durch ist, haben die instant auf mich engaged. Viel Zeit. Warte, ich schreib mal nix, weil der Drache kommt. Vor allem, wenn ich den Attack-Speed von Nuno bekomme, ist glaube ich noch geiler. Also wenn Thresh, Nuno oder Garen in meiner Nähe sind... Hier ist doch, die machen ja gar keinen... Will er den rushen oder was? Erstmal die Seelen mitnehmen. Ich bin gleich auf 100 Seelen, das ist an sich ein sehr guter Wert. Kann man nicht meckern. War jetzt schon wieder so ängstlich, weil die alle abgehauen sind und ich keinen Peel hatte. Ich hätte, wenn einer bei mir geblieben wäre, ich hätte eventuell... Oh shit, jetzt habe ich den genommen. My bad.
Guck mal die Reichweite, ne? Ist das krank oder was? Ich habe so eine Reichweite mit der FC, ist wunderbar. Senna, ich feiere die so hart. Ich, bisschen Chat, so ein bisschen ehrlich reden. Ich mache mir jetzt schon so ein bisschen Sorgen. Keine Ahnung, dass ein paar das Gefühl hatten, dass ich jetzt schon zu viel gechattet habe und keine Ahnung, vielleicht dem Garen auch Unrecht getan. Oh shit! Ich will mal wieder einmal was erklären. Oh Gott, okay. Also das ist auch irgendwie nicht gesund, dass ich mir jetzt die ganze Zeit Sorgen mache, so dass mein Verhalten uncool sein könnte. So, das muss man auch mal sagen. Also ich bin so happy über das Game und es läuft so gut. So, ich brauche mir eigentlich gar keinen Kopf machen. Aber dann fängt man irgendwann an, sich einen Kopf zu machen. Das ist ein bisschen schade. Aber ich wollte es mal einmal gesagt haben, aber jetzt geht es eher darum, das Game zu finishen, zu beenden. Wir haben eine wunderbare Senna-Performance abgeliefert. Wir sind ultimativ stark. Haben zwar ein bisschen aufgehört zu farmen, aber das ist nicht wichtig. Fullbild ist fast da. Cassio hat auch einen mörderischen DPS, 12 Kills, also die Carries laufen. Thresh spielt in meinen Augen immer noch ein wunderbares Match. Hinter uns ist doch jemand, oder? Was ist denn hier mit dem Pink? Fighten wieder. Wen gehe ich diesmal? Nehmen wir Yasuo mit. Hier unten Schild und Hit. Wir gehen auf den nächsten. Slow ist drauf. E ist wieder ab zum Chasen. Kugel nicht vergessen. Heal. Slow. Und noch ein Kill. Alter, was ein geiler Job. Thresh, Nunu, Bruisen, was das Zeug hält. Cassio und ich chasen runter. 22 Supports. GG's, well played. Süß, der Thresh sagt Cassio MVP, dabei in meiner Meinung war Thresh der MVP. Auch wenn Cassio es auch verdient hat. Ich fand den Thresh geil. So, hat richtig Spaß gemacht, mit dem Thresh zu spielen, in meinen Augen. Wir sind sogar in der Promo. Feels good. Damage Graph haben wir hier auch nochmal zu sehen. Wir haben 26.000 Damage. Cassio mit 37 hat am meisten geböllert. Und das ist eigentlich das. Das war's eigentlich. Senna, ADC funktioniert ein bisschen wie Support, nur du hast noch ein bisschen mehr Movement, noch ein bisschen mehr Kaltpotenzial und früher mehr Damage, plus du hast für deinen Support mehr Heal. Und da ich ja selber Support Main lange Zeit war mit Senna und mit Bart, war es nicht sogar in der LEC so, dass die Botlanes Senna Bart gespielt haben? Senna ADC Bart Support, das sind genau meine Picks. Also tobt euch aus und jeder, der von euch Senna bereits mag und nur Support spielt, probiert Senna auch auf ADC. Der Spielstil ist ähnlich. In meinen Augen hast du noch mehr Carry-Potenzial. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich hätte es hier auch an vielen Stellen cleaner spielen können. Ne? Wenn ich irgendwem auf den Schlips getreten bin, will ich auch nochmal sorry sein. So, wir bessern uns. Ansonsten Daumen nach oben für die Senna-Performance, würde ich sagen. Ich würde euch auch gerne noch eine mit noch mehr Tryhard bringen. Vielleicht sogar dann in die. Aber das war jetzt Platin 3 ungefähr. Und du kannst Senna ADC auf jeder Elo spielen. Du kannst sie auf Challenger spielen, du kannst sie in Dia spielen. Ich weiß nicht, ob sie auch auf Bronze oder Silber gut ist, aber prinzipiell Senna ADC ist in meinen Augen sehr, sehr stark. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich wünsche euch einen freshen Tag. Haut rein, macht's gut. Genießt die Sonne. Peace out.